Das sind wir. Ein super Filmteam. Naja, eigentlich. Eigentlich wollten wir einen Film machen über all die Bilder, die man so im Kopf hat. Was man halt so denkt über einzelne Länder, über Geflüchtete und über Schwedt. So Vorurteile halt. Und um das zu bestätigen, haben wir uns überlegt, dass wir die Schwedter direkt fragen. Ja, sehr kalt. Ich habe gehört, Russland ist kalt. Ja, ich empfinde, dass es in Russland immer sehr kalt ist. Ja, Russland ist immer kalt. Frieren, immer. Nichts warm. Niemals. In Schwedt, das fragen Sie mich? Tote Hose. Nein, in Schwedt ist gar nichts los. Nicht ein bisschen, gar nichts. Ja, die Deutschen sind pünktlich und ordentlich und... Also, ich bin ja Deutscher. Pünktlich. Ja. Pünktlich und immer pünktlich. Ja. Ja, Flüchtlinge sind faul. Die liegen nur auf der Couch herum und machen gar nichts. Ja, na klar. Also ich finde, Flüchtlinge sind faul. Flüchtlinge sind immer faul. Ja, Flüchtlinge sind sehr faul. Ich auch ein Flüchtlinge, ich auch faul. Faul, alle. Wunderbar. Alles klar, dachten wir uns. So einfach ist das aber nicht. Die Wirklichkeit ist eben doch ein wenig anders. Manche Dinge stimmen und manche nicht. Denn die echten Leute beim Interview haben so geantwortet. Ja, Russland ist kalt, im Winter. Im Sommer gibt es aber auch sehr warme Regionen. Also immer kalt ist es da nicht, es gibt auch Bereiche, wo es warm ist. Mein Lebensgefährte hat in Russland gearbeitet mehrere Jahre. Ist nicht so. Russland ist groß. Genau, müsste ich mir das fragen. Und da ist es nicht immer kalt. Das stimmt ja nicht. Ja, das liegt ja nur an den Klimazonen, ne? Die Deutschen nehmen es gern genau, aber manchmal ist es auch gar nicht so schlecht. Genau. Auf jeden Fall. Kann man von mir sagen, ja. Schon immer gewesen. Ja, zum Großteil ja. Sind typische Tugenden, die zum Teil aber auch verloren gegangen sind, finde ich. Nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe selber 16,5 Jahre hier in Schwedt Veranstaltungen organisiert, wie zum Beispiel das Oktoberfest, die Mitsommernacht und so weiter. Wer was erleben will, auch als Yoga-Mensch, kann das auch. Und uckermärkische Bühnen in ganz Deutschland bekannt. Ganz im Gegenteil. In den letzten Jahren hat sich sehr viel verändert, muss ich sagen. Naja, es ist eben mal mehr, mal weniger los, wie in jeder anderen Stadt. Falsch. Man sollte dort anfangen, wo die Fluchtursache ist. Wer einen Krieg erlebt hat, der weiß, was das bedeutet. Nee, also das sehe ich ganz und gar nicht so. Überhaupt nicht. Man muss den Leuten helfen, ja. Ach, das ist eigentlich Unsinn, muss ich sagen. Das ist Quatsch, ehrlich gesagt. So ist das also mit den Vorurteilen. Was wir denken und andere denken und wir über die anderen denken, naja, da denkt man vielleicht manchmal zu viel. Denken wir mal darüber nach. Wirklich ist es im Augenblick.